Sehr beliebt ist auch bei uns der Chateau Martina. Der Stefan Dons mit seiner Frau macht dort Wein, die eigentlich einen Anspruch haben, wie man das in ihrer Preiskategorie gar nicht machen kann. Er schafft wie eine Krüglasse. Auch bei der Eichenbarrik verwendet er teuerste Trance-Eichen, ein Drittel neu. Er ist ein Quereinsteiger, der vermutlich jetzt nicht total darauf angewiesen ist, viel Gewinn zu machen mit dem Wein, weil sonst könnte er den Wein zu diesen Kosten nicht anbieten. Also es ist fantastischer Wein, kräftig, kalbvoll, erste Trinkreife auch erreicht aus dem hervorragenden Jahrgang 2019. Tun Sie den mal in eine Blinddegustation mit wesentlich teureren Bordeaux. Ich kann Ihnen sagen, Sie werden staunen. Sehr schöner Wein, bereits zugänglich. Wirklich tolle Sache.